Hallo beautiful people, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache mich jetzt gerade fertig. Ich werde mich noch nicht schminken, weil ich erst in 5 Stunden geschminkt sein muss. Heute geht es nämlich auf ein Event und zwar ist es zusammen mit der Freundin, Harper's Bazaar, InStyle. Noch eine Brand habe ich vergessen, Moment. Es Queer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nein, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Genau, ich habe heute Morgen schon Sport gemacht. Ich habe leider meine Kamera nicht gefunden. Ich habe die tatsächlich auch bei meinen Eltern vergessen. Deswegen habe ich sie auch nicht gefunden. Aber ich habe jetzt meine alte Kamera hier vor mir stehen und meine Mama hat schon die andere losgeschickt. Habe vergessen oder konnte euch halt nicht aufnehmen, wie ich Sport gemacht habe. Um 7.30 Uhr hatte ich für 45 Minuten eine gute Einheit Sport. Also ich habe wirklich schön beim Personal Trainer online Sport gemacht. Das ist für mich ganz praktisch. Ich muss dann einfach nur aufstehen, mich anziehen. Ich überlege aber, ob ich eventuell wieder zum Boxen zurückkehren kann. Also irgendwie dazu noch vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche, weil mein Boxlehrer angeboten hat, dass er zu mir nach Hause kommen kann, weil ich einfach sehr gerne das gemacht habe. Also ich habe Kickboxen gemacht, ein Jahr ungefähr, und habe dann aufgehört, weil ich schwanger geworden bin. Und ich habe nicht gerne aufgehört, aber das ist, war mir zu gefährlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon immer Kickboxen gemacht hätte, wäre das vielleicht eine andere Sache gewesen. Dann sagen die Ärzte ja auch. Also ich habe nicht gegen jemanden geboxt, ne? Also ich habe das nur zum Training gemacht. Also ich habe mir jetzt nicht in den Ring gestellt und gegen irgendjemanden gekämpft. Das habe ich nicht gemacht. Meine Freundin zum Beispiel, die hat länger als ich schon geboxt und die hat das so, also die hat das so in der mittleren Phase ihrer Schwangerschaft, das sah sehr, sehr süß aus mit ihrem Riesenbauch, hat die auch noch gekickboxt und ja. Hat alles wunderbar geklappt, aber das ist natürlich alles wieder Absprache mit dem Arzt. Ich habe gerade ein paar Sachen geunboxt, habt ihr ja gerade gesehen. Und unter anderem waren diese Blumen hier mit dabei. Ich habe die jetzt aufgemacht, die waren alle in so einem Bund, in Seidenfingsrosen. Und ich finde die erstaunlich schön von der Qualität her. Also sehr hübsch. Oh no, meine Batterie blinkt. Ich habe hier oben eine Vase und ich bin nicht mehr so happy mit den Blumen, die da drin stehen. Das waren so Trockenblumen. Das können wir mal eben austauschen. Ich werde auch den Inhalt hiervon wegschmeißen, glaube ich. Ich tue mich immer so schwer, mit Trockenblumen wegzuschmeißen, weil ich irgendwann Bock habe, das auf eine fette Leinwand zu kleben. Ich lasse sie erstmal. Das wäre jetzt die Vase. Ist sie nicht wunderschön? Ich bin noch in einer schwarzen Leggings und in einem schwarzen Shirt, weil ich eben noch ein bisschen was zu tun habe. Aber meine Bestellung von Lily Silk ist da und die werde ich euch auch noch zeigen, weil ich mich sehr darauf freue. Lily Silk ist eine Brand, mit der ich schon mal zusammengearbeitet habe und ich liebe die Teile. Die Teile habe ich schon, keine Ahnung, wie oft gewaschen und getragen und die sehen aus wie neu und sie sehen einfach super hochwertig aus. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis und das faire Angebot von Seide ist echt unüberschlagbar und Seide hält euch ja auch im Sommer und im Winter warm und kalt, also es kühlt und wärmt. Aber ich mag auch deren Kaschmir so, so gerne. Und meine neuen Kopfkissen sind da. Ich habe ein paar Seidenkopfkissen bis jetzt und die sind natürlich von Lily Silk. Und immer wenn ich merke so einen riesen Unterschied, wenn ich auf Seidenkopfkissen schlafe und ja, jetzt hoffentlich ist mein Nachschub damit dabei. Jetzt werde ich erstmal meine Batterie aufladen und in der Zeit kann ich zum Beispiel schon meine Haare füllen. Jetzt fertig gemacht. Ich habe es leider nicht geschafft, das Paket zu öffnen, weil... Bin ich nach reingezoomt oder was? Ja. Weil, ja, immer wieder was dazwischen kam und ich wollte das nicht so reinquetschen und hetzen. Und ich überlege gerade, ob ich die Fendi Picabo oder die Hermes Tasche nehme für folgendes Outfit. Das ist mein Outfit, das habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Ich glaube, wir bleiben so. Ja, das ist eine schöne Kombi. Die Frage ist, welche Schuhe ziehe ich jetzt zu dem Outfit an, weil es ist windig und regnerisch. Aber ich habe es geschafft, ein Reel zu drehen. Das werde ich jetzt unten eben schneiden. Ich werde die Kamera mitnehmen, damit mein Mann gleich ein Foto von mir machen kann. Und ich werde gucken, ob ich eben schnell was zu essen zaubere. Weil ich gehe jetzt ja essen am Event. Er ist zum Sport gekommen und hat auf jeden Fall Hunger. Lebt aber gerade nahe wieder hin. Also, ja, ich versuche jetzt irgendwas zu essen zu machen. Gucken, wie viel Uhr es ist und dann können wir los zum Event. Hello again. Ihr wisst nicht, was gestern passiert ist. Ich bin zu dem Event gefahren
Und wir saßen jeder tatsächlich leider an, was heißt leider, es war gut, an einem fremden Tisch. Also ich kannte niemanden, der am Tisch saß. Und Tarani kannte auch niemanden, der am Tisch saß. Und Aida und Betül waren auch noch da. Wir kannten uns so und irgendwie jeder saß aber getrennt. Und das war super schön, weil man konnte sich einfach dann doch so schön neu connecten. Und ich habe so tolle Menschen kennengelernt, die einfach wirklich super lustiger Abend war das. Und ja, ich war dann so halb eins ungefähr wieder zu Hause. Sehr spät für mich, weil ihr wisst ja, ich habe keine wirklichen Schlafzeiten. Ich muss eigentlich alles mitnehmen, was geht. Und mein Mann meinte, ich lege dir den Schlüssel vor die Tür, aber ich habe meinen vergessen. Oder ich bleib wach oder keine Ahnung. Nix. Er ist eingeschlafen. Dann habe ich meinen Schwager gerufen. Der hat dann den Ersatzschlüssel geholt und mir aufgemacht und bla bla bla. Ich komme rein, mein Mann liegt mit dem Beistellbett im Kopf bei Nile. Und ich so, okay. Ja, ich habe gestern auch statt meines Portemonnaies habe ich ein paar Socken mitgenommen. Also es war sehr verwirrend, aber sehr lustig. Ich werde jetzt losgehen. Ich habe mich angezogen. Es ist nicht so warm. Es hat 90 Grad, aber es ist sehr windig und kühl und regnerisch. Und ich mag das. Und ich werde jetzt zum Hydra-Facial gehen. Ich freue mich sehr darauf. Mami ist super müde. Ich hoffe, dass ich dabei einschlafe und dass sie so ein bisschen mein Gesicht reinigen können. Weil ich durch die hormonelle Umstellung, Stress, kein Schlaf und so schon eine sehr unreine Haut bekomme. Es ist sehr unrein. Eine etwas gestresste Haut. Deswegen habe ich jetzt einfach einen Jogger angezogen und habe hier meine Bottega. Die habe ich schon lange nicht mehr angehabt. Das ist wirklich eine wunderschöne Tasche. Und später zeige ich euch noch meinen Lily Silk Haul. Aber wir gehen uns jetzt erstmal ein bisschen verwöhnen lassen. Ich weiß nicht, ich habe gestern Abend nicht gefilmt, weil wie gesagt, ich saß an einem fremden Tisch und ich wollte die Leute jetzt nicht einfach filmen. Das waren jetzt alles nicht nur Blogger, das waren auch Marketing von Rituals saß bei mir am Tisch. Dann saßen zwei Schwestern, die ein Label gegründet haben am Tisch. Dann saßen, also wisst ihr, so die haben so alles Mögliche an Kategorien da gehabt und es war wirklich das ganze The Paradise Now in Düsseldorf war für uns reserviert. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe gedacht, das ist einfach nur so ein langer Influencer-Tisch. Aber nein, es war wirklich sehr toll. Es hat gut getan, mal wieder zu gehen. Leute, ich habe jetzt noch meine Blaulichtbrille angezogen, weil ich bin wirklich sehr müde. Und das ist jetzt die von Prada. Und seht ihr, wie das blaue Licht da drin ist? Das hält dieses ganze blaue Licht ab und macht die Erde so ein bisschen gelber für mich. Und entspannter, weil meine Augen sind so müde. Vermutlich sehe ich richtig schön erholt aus und fit und alles, aber es war wirklich stressig. So als gedacht. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das wird so ein schöner Morgen. Ich gehe schön zum Hydra-Facial. Ich muss jetzt meinen Friseurtermin wieder absagen, Leute, weil mein Mann nicht da ist an dem Tag. Und ja, jetzt muss ich ihn auch nächste Woche verschieben. Und langsam kriege ich so Strähnenfarben, die mir wirklich, wirklich nicht mehr gefallen. Und auf jeden Fall bin ich hingefahren. Es war super stressig, weil da war kein Parkplatz in der Nähe. Und ich meine wirklich kein Parkplatz in der Nähe. Ich habe dann 500 Meter weiter im Parkhaus geparkt. Und ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich einen halben Kilometer weg muss. Und dementsprechend kam ich dann auch eine Viertelstunde zu spät. Und dann habe ich dies nicht richtig gefunden. Dann kam ich da total verschwitzt an, weil ich wollte natürlich auch aus Höflichkeit mich so krass schnell beeilen, obwohl sie gesagt hat, alles gut, wir haben keinen Nachfolgetermin in der Zeit. Dann kann auch nur 20, 30 Minuten später kommen. Aber trotzdem wollte ich das nicht. Das ist so ein bisschen frech irgendwie, finde ich. Und es war dann so abgehetzt alles und dann ja war das irgendwie so eine, ich würde schätzen so 20 Minuten Behandlung, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht ganz genau. Und ich habe mir das so ein bisschen entspannter so vorgestellt. Ich weiß, es ist ein Hydra-Facial und da wird alles erklärt, was man gemacht und es ist ja auch hell, weil die Haut wird ja auch gereinigt. Meine Haut sieht wirklich viel, viel schöner aus als heute Morgen. Also ich hatte gefühlt so eine richtig rote, müde Haut und ich habe das Gefühl, sie ist richtig schön gefüllt, aber seht ihr, da ist fast kein Wasser drin. Egal wie viel Wasser ich trinke. Aktuell, mein Körper saugt so richtig viel Energie, weil ich einfach auch wirklich müde bin. Und ja, nee, diese Haare kann ich mir nicht angucken. Dann, Leute, gebt euch das. Habe ich nicht mir gemerkt, wo ich geparkt habe. Dann bin ich schnell in eine Rewe gegangen für Mittagessen und Abendessen Einkauf. Und dann bin ich rumgerannt mit einer Tüte und habe mein Auto gesucht, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ich genau geparkt habe. Und das war, die Tüte war sehr schwer. Dann bin ich schnell nach Hause gehetzt, habe schnell was gegessen und mit Nile gespielt, habe ihn hingelegt und dann habe ich mich tatsächlich auch hingelegt, weil ich hatte
Mein ganzer Körper hatte keinen einzigen Nerv mehr. Und das Krasse ist, ich bin nicht natürlich aufgewacht, was immer so ein bisschen schwer ist, um zu gucken, in welcher Phase man in einem Schlaf aufwacht. Und als ich aufgewacht bin, war es leider die falsche Phase. Also ich hatte richtig Herzrasen. Ich war so nicht bereit zum Aufstehen, bin dann aufgestanden, habe die Wäsche kurz gemacht und jetzt sitze ich hier. Und ich muss noch einiges machen, aber es kommt, wie es kommt und es ist, wie es ist. Und keiner wird daran sterben, wenn ich heute nicht fertig werde mit dem, was ich machen muss, weil mein Körper sagt mir echt, chill, einfach mal eine Runde. Und das ist, was ich jetzt tun werde. Ich werde mir jetzt ein schönes YouTube-Video anmachen und werde in Ruhe mein Make-up machen. Lego. Das ist mein Make-up. Ich habe jetzt nur eine getönte Tagescreme mit ein bisschen Concealer benutzt und der gesehen. Und danach habe ich mein Gesicht mit dem Online-Setting-Spray, mit dem Vitamin-C-Setting-Spray eingesprüht. Und es gibt diesen frischen Effekt einfach. Ich liebe es. Aber bevor wir jetzt gleich ein Try-On machen und ich euch ein paar richtig schöne Kleidungsstücke zeige von Lilly Silk. Ich habe gerade sogar an diese Kissen gedacht. Ich will einfach nur heute Nacht auf einem Seidenkissen schlafen von Lilly Silk. Sind ungelogen. Ich habe wirklich von überall, von Amazon, von egal wo, ich habe die ganze Zeit irgendwelche Seidenkissen bestellt und nichts wirklich war so gut wie die von Lilly Silk. Die sind der absolute Hammer. Und deswegen, ich freue mich so auf die Sachen gleich. Aber mein Mann hat mich gerufen und gesagt, nein, lässt sich gar nicht hinlegen. Also wirklich gar nicht, damit nicht mal kurz, um was anzubraten. Deswegen werde ich jetzt runtergehen und denen helfen, weil wir haben ein bisschen Hunger. Und danach kann ich das richtig schön ausnutzen. Die Sonne scheint wieder, ich fühle mich wieder besser. Ich habe hier meine Trinkflasche, die werde ich jetzt leer machen. Und dann, und so fühle ich mich auch ein bisschen entspannter. Dann kann ich ein bisschen noch was arbeiten und alles wird gut. Good. Hallo. Hallo. Wir sind drüber naiver als ihr, aber wir sind schläger als ihr. Das ist ein oder vier. Tada, lecker, lecker. Ich freue mich so, wie meine Kamera da ist. Ich komme nicht so richtig klar mit dieser. So, Leute, ich habe jetzt gegessen. Ich fühle mich viel besser. Ich fühle mich fitter. Traurig, dass der Tag schon fast vorbei ist. Wir haben schon 16.30 Uhr. Aber trotzdem lieber so einen Tag, später einen Tag fit starten, obwohl mein Körper sich noch so ein bisschen taub anfühlt. Also es ist kein Krankheitsgefühl, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern es ist eher so ein bisschen so dieses Müdigkeitsgefühl. Man muss sich irgendwie so Grenzen setzen und dann sagen auch, okay, also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade eine Abgabe auf morgen verschoben, weil ich kann mich jetzt nicht an den Laptop setzen und 3 Stunden schneiden. Das würde mich so fertig machen und das geht halt einfach nicht. Und davon geht halt auch die Welt nicht unter, ne? Wenn ich das halt nicht mache. Und früher war ich wirklich so, ich muss. Und durch diesen ganzen Stress war ich wie in so einem Hamsterrad, das nie aufgehört hatte. Und habe mich selbst so gestresst und mich selbst so gequält. Und ich habe beschlossen, Dinge zu machen, die für mich schön sind, die mir gut tun und die ich toll finde. Ja, das kommen wir direkt dazu. Zu Lilly Silk. Endlich können wir es machen. Das ist auch eins der Dinge, die ich sehr, sehr gerne mag. Deren Kaschmir-Kollektion hat, also mein Mann hat seine Shirts wirklich rauf und runter getragen. Wenn ich mich nicht irre, hat er auch gerade ein Kaschmir-Shirt an. Es soll jetzt aber um Seide gehen, weil Seide ist eigentlich perfekt für jede Jahreszeit. Seide ist so wandelbar und hält dich warm und kühl gleichzeitig. Ich habe auch von Lilly Silk für Niles Bett einen Seidenbezug für seine Matratze. Auch von Lilly Silk, ne? Also da gibt es auch, habe ich auch nicht gewusst, fand das sehr, sehr toll. Und das ist perfekt, weil er hat einen wirklich sweaty Kopf. Also ich habe wirklich sehr oft einfach Angst um ihn, dass er, wenn er schwitzt und ich ihn raushole, dass er einen Zug abbekommt und irgendwie krank wird oder so. Ne? Ich habe das wirklich, als wir ein paar Wochen im Urlaub waren, habe ich das einfach mitgenommen und habe das immer unter seinen Kopf gelegt, sodass er einfach nicht am Kopf geschwitzt hat. Und Seide ist so toll für dich und mich, weil es einfach so variabel ist. Die Seide, die Lilly Silk gewinnt, ist von Marlbeerenbäumen. Und braucht viel, viel weniger Wasser als zum Beispiel Baumwolle. Ne? Also
das ist schon mal ein großer Punkt, der für Seide auch spricht. Plus die Maulbeerenbäume, von denen sie ihre Seide gewinnen, sind nicht mit Pestiziden besprüht worden, was auch ein großer Pluspunkt ist. Kleine Teile, die so übrig bleiben, ja, beim Schneiden von Schneidern von den ganzen Sachen, werden dann verwendet, um dann weitere Dinge daraus zu machen, wie zum Beispiel Augenpads, also diese Schlafmasken, oder Haarcrunchies, also Seidenhaargummis und so weiter. Also Zero Waste, das ist auch ein sehr großer Pluspunkt, welcher für Lily Silk Seide spricht. Und in dem Zusammenhang arbeiten die auch mit Terra Company, glaube ich, heißen die zusammen. Das ist so eine weltweit sehr bekannte eigentlich Organisation, die für Zero Waste verantwortlich ist. Also die schauen schon, dass sie da keinen Abfall erzeugen. Und Seide braucht 50 mal weniger, das müsst ihr euch mal vorstellen, zum Zersetzen, also zum wirklichen Recyceln, zum Zersetzen vom Produkt, 50 mal weniger Zeit, also 1 bis 5 Jahre ungefähr, um sich zu zersetzen. Und Synthetik braucht 50 mal länger. Also es ist, Lily Silk wird 12 Jahre alt. So toll. Und ich kenne Lily Silk tatsächlich jetzt seit ein paar Jahren, mag es sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Marke schon sehr, sehr lange gibt. Übrigens große Celebrities, wirklich ganz große Celebrities. Ich habe die mir mal aufgeschrieben, damit ich jetzt keine falschen Namen nenne. Aber Anna Hathaway, Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow, Meghan Trainor, Nina Dobrev, Lucy Hale, die sind alle Lily Silk Liebhaber. Ich habe keinen speziellen Rabattcode oder sowas für euch, sondern es gibt einfach super tolle Deals eben zu diesem 12-Jahres-Geburtstag. Also verpasst es nicht, schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, wenn ihr was im Kopf habt, was ihr unbedingt haben wollt, dann greift jetzt zu, weil ich glaube, für so Geburtstagsdeals sind immer die besten Deals. Ja, und deswegen werde ich jetzt einmal das Paket rausholen. Ich freue mich auch sehr, die Umverpackung ist auch mal sehr schön. Und ich finde, es ist einfach, du hast einfach so ein hochwertiges High-End-Gefühl. Das hier ist jetzt eine kleine Note auf so einem transparenten Papier. Dann haben wir hier noch so Lily Silk. Oh, was für schöne Bilder. Xterra Cycle, das ist diese Organisation, von der ich gerade gesprochen habe. Hier so, oh, cute. Hier ist sehr, sehr viel erklärt auch wirklich, was ist. Bitte, wie schön sind diese ganzen Bilder. We care about you. Das könnte man einrahmen und hinstellen. Und dann hier haben wir noch dieses Zero Waste. Und das ist alles nochmal hier drin erklärt für euch. Wenn ihr was nach Hause bekommt, dann könnt ihr euch das durchlesen und euch vielleicht auch irgendwo hinstellen. Ich habe sehr, sehr große Lust auf Kunst in meinem Haus. Ich will unbedingt, dass es voller Kunst ist. Und das sind so handgemachte Sachen. Sieht zumindest so aus, ne? Da, ja, bin ich sehr dafür. Das hier ist die Umverpackung. Die ist so schön. Sie glänzt so ein bisschen in so einem Perlmutt. Das kann man ja wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen. Ich mache mal das Fenster zu. Leicht kann man es jetzt so ein bisschen erkennen. Es ist so ein bisschen Perlmutt. Sehr schönes Material. And we want to inspire people to live a better life and more sustainable lifestyle, our care for another. And the planet is what drives us. Dann ist das diese Umverpackung. Also es ist in Seidenpapier eingepackt nochmal. Live spectacularly. Ein Zungenbrecher, aber ihr wisst das schon mal, ne? Wurde hier so schön einmal verpackt. Oh, das ist eines der Teile, bei denen ich dachte so, das könnte sehr, sehr schön sein. Das ist auch super leicht vom Material und ich finde, es ist so besonders. Das sieht einfach so schön aus. Es ist dieses schöne Off-White mit den, mit den braunen Details. Das gab es auch noch, ich glaube, in verschiedenen Farben. Und ja, ich werde das gleich alles anziehen und euch zeigen, wie ich das stylen würde. Ich muss gerade lachen, weil es so süß klingt da unten. Oh, ich glaube, hier sind meine Kissen drin. Ich weiß es nicht genau. Ja. Und natürlich in diesem wunderschönen Perlmutt. Ich habe mich jetzt dieses Mal für Kissen mit Rand entschieden. Die sind so hübsch einfach. I can't. Die haben so ein, also die sind hier nochmal vernäht, sodass die so einen flachen Rand haben und dass das Kissen praktisch in der Mitte sitzt. Aber ich werde das hier sowieso benutzen und euch zeigen. Dann haben wir hier einmal eine, so das hier ist eine Schlafanzughose. Und zwar, ich habe wirklich so ein Wählerisch, was meinen Schlafanzug angeht, weil mein Schlaf ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich habe früher immer so meinen Wecker gestellt, hey Siri, stell den Wecker auf in 7,5 Stunden, weil ich wusste, dass ich 7,5 Stunden brauche, um perfekt ausgeschlafen zu sein. Und ich musste die perfekte Bettwäsche haben und den perfekten Duft im Raum und das musste alles ordentlich sein und ich musste das Perfekte anhaben. Und Seidensachen zu finden, in denen man nachts gut schlafen kann,
definitiv ein großer Gewinn. Das ist auch noch so schön gemacht mit dieser abgesetzten Spitze. So hübsch sieht das aus. Das haben wir auch einmal hier in Weiß. Oh mein Gott, sie ist wunderschön. Sehr entspannt. Dadurch, dass das hier mit Spitze nochmal verlängert wurde, kann man es auch dann so im Haus tragen natürlich. Privat, also jetzt nicht für wenn Gäste da sind oder so. Ich mochte sowas nicht. Das ist natürlich jedermann verschieden. Dann haben wir nochmal das andere Kopfkissen. Also das genau das gleiche nochmal für meinen Mann. There you go. Ich muss den sofort anziehen. Ich werde ihn gleich nochmal richtig anziehen, um ihn aufzustylen. Aber ich wollte kurz gucken, ob er viel zu groß ist oder ob das geht, weil er ist halt einfach wunderschön. Er ist so ein, es hat so ein schönes Gold. Perfekt, das ist hier komplett dann abgesetzt. Mit dem Tüll finde ich das so schön. Das ist was ganz anderes. Und dann hat es so ein bisschen Chanel-Vibes für mich, oder? Oder man könnte das auch rockig kombinieren, wenn man einfach so Schnürboots oder so anzieht. Das ist ein cooles Teil. Ich rutsche so ein bisschen wieder runter, dadurch, dass ich hier Sport mache und ein bisschen aufpasse und so weiter. Dann kann ich nicht so richtig immer meine Größe sagen. Aber meine liebsten Teile werde ich auf jeden Fall zum Schneider bringen, um sie enger machen zu lassen. Lieber habe ich ein paar coole Teile, die dann danach nochmal angepasst werden. Und dass ich jetzt die ganze Zeit frustriert bin und gar nichts hole, das habe ich dann auch gemacht. Und ich war dann so, oh, das nervt mich, weil ich einfach nichts zu anziehen hatte. Ihr kennt das. Oh, das ist das Kleid. Ich bin so gespannt auf das Kleid. Oh. Also in der Kamera finde ich es tatsächlich ein bisschen knalliger. Ah ja, so ist es perfekt. Es ist halt so ein bisschen Burnt Orange Vibes. Es ist so richtig. Aber es hat so einen Rotton mit drin. Und dann ist es sehr ballonig gemacht. Und mit den Ballonärmeln noch. Also so ein Dreiviertelarm. Und ja, dadurch, dass es das perfekt für dieses Wetter. Ich liebe es. Und dadurch, dass es halt auch warm hält, kann man es auch perfekt in den Herbst. Oh mein Gott, im Herbst, glaube ich, wird das Teil. darauf freue ich mich auch so sehr, Leute. Als ich diesen Rock gesehen habe, war ich so fasziniert von seinem Schnitt. Dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, guckt euch mal bitte hinten diese Raffungen an. Ich glaube, der Po könnte sehr schön da drin aussehen. Und vorne ist es hier so geknotet. Natürlich ist es Seide, wenn man die jetzt so einpackt, ist natürlich erstmal zerknotet. Das muss ich gleich mal steamen. Und wow, der sieht so hochwertig aus. Mit einem beigen Top oder so. Und dann einer beigen Umhängetasche. Sandalen, oh, braun gebrannt, vielleicht auch nur vom Selbstbräuner, weil ich habe keine Zeit mehr. Und auch, wenn ich Zeit habe, dann lege ich mich ja nicht in die Sonne mit ihm. Hey, oh mein Gott, das sieht einfach nach einem Million-Dollar-Piece aus. Das sieht so schön aus. Es ist so ein richtiges, schönes Eierschalenweiß, so beige. Dann, liebe Leute, in der genau exakt selben Farbe, ein absoluter Traum als Pyjama. Ich liebe es. Also, ihr könnt es natürlich auch so tragen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auch draußen trage, gerade weil die Hose einfach auch so wunderschön ist. Aber das gleiche habe ich nochmal, also es ist wirklich so ein übergroßes, chilliges Hemd zum Schlafen. Und es ist da komplett aus Seide, das ist die Hose dazu. Und es ist ein bisschen, ja, es nervt mich, dass es ein bisschen überbelichtet ist manchmal. Aber das ist jetzt die schöne, originale Farbe, so ein schönes Beige Off-White. Ich habe irgendwas gehört. Das müsste jetzt die Hose sein. Oh, das ist eine Hose, von der ich nachts geträumt habe. Sie war abgebildet, eine Frau sie getragen und ich war so, mein Gott, was ist das? So ein außergewöhnlichen Schnitt. Das ist die Form der Hose. Also sie ist einmal so ein bisschen rund zugeschnitten, dass sie an der Seite ein bisschen kürzer sitzt und in der Mitte, also unten theoretisch ein bisschen länger, aber sie sieht, kann auch als ja, vorgetäuschten Rock aus durchgehen. Die beiden in der Kombi sind, glaube ich, ein absoluter Traum. Das sind die Teile, Leute. Ich werde die jetzt einmal kurz für euch steamen, anziehen, stylen und dann schauen wir die uns an. Träume aus Seide hängen hier. Das sieht so schön aus. Ich kann nicht sagen, wie wunderschön diese Farbe und wie dieser Rock generell ist. Also ich steame die Sachen. Ihr könnt sie natürlich auch bügeln in der Seitenfunktion, aber für mich ist es einfacher, hier oben alles so steam, anstatt runter zu gehen, alles aufzubauen. Und ich steame es eigentlich immer hier oben. Schaut euch diese Farbe an. Ich habe noch nie was Eleganteres gesehen in einer Farbe wie das. Also das ist ja mega schön. Und mir schwindelig.
Mir ist schwindelig, Leute. Ich überlege, ob ich jetzt erstmal eine Runde mit Nile spazieren gehe und euch dann in Ruhe die Sachen zeige. Aber ich möchte euch so gerne alles gestylt anzeigen und so schön machen. Und das werde ich auch noch mit euch machen. Aber ich glaube, wir werden jetzt erstmal kurz in die frische Luft gehen. Morgen. Frisch gemacht, frisch geduscht, frische Haare. Ich wollte unbedingt frisch aussehen, bevor ich euch die Sachen zeige, weil ich war so... Gestern Abend war mir noch so ein bisschen komisch und deswegen sind wir nach dem Spaziergang einmal nach Hause gegangen und dann habe ich noch ein bisschen am Laptop gearbeitet, aber das war es dann auch, war auch schon fast 11 Uhr. Deswegen habe ich nicht so viel geschafft und wollte auch frisch aussehen für euch. Ich habe jetzt in die Teile von Lelicia geschmissen und ich bin mal wieder verliebt. Wisst ihr, was das Schöne an den Seidenhemden ist? Sie fallen, aber sie fallen nicht so lasch, so läsch runter, so wabbelig. Sondern so schön. Also sieht einfach so schön aus, dieses Hemd. Dieser Schein, Leute, ernsthaft, ist so schön in echt. Was ich machen werde, ist jetzt, also ich habe jetzt noch die Hose an. Ich liebe diese Hose. Siehst du mir, ich nehme ja gerade ab und deswegen verändert sich mein Gewicht die ganze Zeit. Aber es ist auf jeden Fall das Erste, was ich zum Schneider bringe, weil sie ist ein Traum. Sie ist mir jetzt zu groß hier an der Taille. Also das ist, was sie ist. Gerade trage ich M und ich habe schon eine schmale Taille, also sicher beim Unterbauch. Aber wenn man das jetzt mit einem Gürtel trägt, dann passt es perfekt, bis ich dann meine Endfigur erreicht habe, in der ich mich wohlfühle. Ich habe nächste Woche habe ich ein Shooting und ich werde das definitiv mitnehmen, weil es so schön ist. Ich bin mir unsicher, ob ich das Hemd reinstecken will oder ob ich es rauslasse und vielleicht hier mit einem Gürtel festmachen. Moment. Seht ihr, was ich meine? Das ist so richtig schön. Chillig, es ist so flowig, aber also noch drückt es meine Beine, weil das Hemd sehr lang ist. Im Kontrast zu dem hier würde das aussehen, als hätte ich einen langen Oberkörper und ein kurzes Bein. Deswegen überlege ich, ob ich das Hemd reinstecke. Weil das sehr feine Materialien sind, müssen wir schauen, dass wir das auch ordentlich reinmachen, weil man sonst das, sieht. Wie hübsch das so aussieht. Das ist einfach so schön. Oh mein Gott. There you go. Das ist ein alter Gürtel. Den gibt es leider nicht mehr. Deswegen versuche ich eine Alternative zu verlinken. Und ich habe das jetzt so ein bisschen so gerafft einfach. Und es sieht einfach perfekt aus. Ich liebe es. Wunderschönes Outfit. Mit einer Tasche und Schuhen stylen. Und es ist perfekt. Ich habe jetzt gerade noch die Softbox-Lichter an. Ich mache die mal eben aus. Ich habe oft das Problem, dass beige-töne dann sich beißen mit anderen Beige-Tönen. Das ist ein sehr schönes braungebräuntes Beige. Ich möchte gerne jetzt rausgehen. Entweder wir nehmen die Tasche oder wir nehmen wirklich was sowas mehr. Ich liebe sie so sehr, Leute. Und ich habe sie damals in der Hoffnung gekauft, dass sie mir passen werden. Aber sie passen einfach nicht. Sie sind ein Tick zu klein. Eine halbe Nummer nur. Ich dachte, komm, das läufst du dir ein. Aber ich habe sie wirklich zweimal getragen. Die Sohle ist wie neu und... Ja, das sind wunderschöne Rockstar-Sandalen mit goldenen Studs. Und das würde tatsächlich perfekt dazu passen. Der Absatz ist auch perfekt. Er ist hoch genug, aber er ist nicht zu hoch. Und er ist dick, das heißt, ich will sie verkaufen, aber ich bringe es noch nicht übers Herz. Außer, einer von euch interessiert sich jetzt sehr dafür, dann könnt ihr mir auf Instagram schreiben. Genau, das ist, glaube ich, die Outfit-Kombination, die ich so wählen würde. So, Leute, ich bin dann mal weg. Here you go, es ist so schön. Ich muss noch gucken, wo ich euch richtig hinstellen kann, wo ihr es wirklich perfekt sehen könnt. Piepe, ich habe das Hemd nochmal angezogen, getrennt von allem anderen, weil ich glaube, dass das Hemd auch ein sehr cooles Piece für Teile ist, für nicht nur für die Hose, sondern für alle Teile ist. Gerade für Jeanshosen. Und ich habe das jetzt mit einer Jeans, meinen Hochzeitsschuhen, Balmoblanix und so einer Microbag kombiniert. Und ich finde, das ist ein echt wirklich riesiges, perfektes, ich finde kein Wort, High-End-Outfit. Und wie gesagt, ich habe meine Monoblanix dazu an und die Seide passt perfekt zu der Seide von den Schuhen und sehr einfach, sehr. Sieht einfach perfekt aus. Ich werde dieses Outfit rauf und runter tragen. Das werde ich auch auf jeden Fall shooten am Dienstag. Zu schön. Vielleicht kommt eine Tasche von mir an. Ich weiß es noch nicht genau. Und vielleicht kann ich dann die Tasche dazu nehmen. Sie wäre ein Traum. So, people. Der Pyjama. Einfach schlafen. Definitiv etwas, was man auch tragen kann, wenn jemand da ist. Die Hose ist leicht transparent, aber dadurch, dass es ein Set ist, ist es ungefähr dasselbe Hemd, würde ich behaupten.
ist ja dieselbe Seide und ungefähr dieselbe Schnittform. Deswegen könnte man das Hemd auch zweideutig benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Also das würde ich das nächste Mal ein bisschen mehr beachten, dass ich das Hemd ja auch definitiv für draußen tragen kann, weil es eigentlich, glaube ich, dasselbe Hemd sein müsste. Die Hose passt perfekt, die hat hier oben einen Gummibund, außerdem hat sie, wie man sieht, auch noch Taschen. Das heißt, mein Handy kann da rein. Aber wenn er Pyjama-Taschen hat, hat er gewonnen. Mir ist nicht so warm, obwohl wenn ich so Outfit-Videos mache, wenn ich mich ständig umziehe, dann wird mir so warm, dass ich wirklich glühe. Ich weiß nicht, ob das habt ihr bestimmt gesehen in anderen Videos, aber das fällt mir jetzt gerade auf. Nicht eine einzige so, pff, ich muss jetzt Wasser trinken. Also, ja, das ist der Vorteil an Seide. Und dieser Pyjama ist auf jeden Fall ein Gewinn, weil man kann ihn drin und draußen tragen. So Leute, das ist der Rock der Träume. Seht. Übrigens, was ihr auch machen könnt, das habe ich gesehen, man kann auf der Homepage seine eigenen Maße durchgeben und dann zahlt man für einen kleinen Aufpreis eine Extra-Anfertigung für genau deine Maße. Und wenn du deine Figur hast, die du eigentlich immer hast, dann lohnt sich das, weil das eigentlich ein maßgeschneidertes Teil für dich ist. Und ich finde das schon sehr gut, weil ich werde am Ende auch zum Schneider rennen und die ganzen Teile machen lassen, weil ich sie einfach so schön finde. Ich wusste, dass er wunderschön ist. Ich würde ihn wahrscheinlich mit so weißen oder braunen High Heels tragen. Und ja, er ist unter einer weißen Tasche. Also er ist, ich habe ihn einfach nur mit einem weißen Shirt kombiniert. Und er ist perfekt. Man kann ihn auch mit einem weißen Hemdshirt kombinieren oder mit einem weißen langen Hemd kombinieren. So einem beige. Ich würde eher beige nehmen statt weiß, glaube ich. Ich mag diese Rüschen hier, dieses Detail. Und obwohl mein Bauch noch nicht ganz zurück ist, trotzdem trägt das Ganze nicht auf. Also es fühlt sich nicht an, als wäre das so. Ja, weil das wahrscheinlich diese Linie noch hat. Also es ist perfekt. Man könnte auch perfekt einen einfachen Crop Top dazu anziehen. Und extra machen, so einen Glitzer-Crop-Top oder so, dann das wäre schon crazy. Oder man zieht noch etwas an mit einem Ausschnitt, dann würde man sich wirklich sehr, sehr strecken. Mit braunen High Heels, die ich unbedingt brauche. Ich brauche unbedingt braune High Heels. Ich glaube, dieser schwarz-weißen Tasche tragen, weil ich finde, das macht alles nochmal so ein bisschen. Das ist ein tolles Outfit. Leute, kurze Vorstellung für den Herbst. Also, es ist auch ein super Sommerteil, weil es dieses. Wenn man eine Bräune hat, das nochmal schön unterstreicht. Aber wie cool ist dieses Kleid? Es hat Taschen an den Seiten. Auch das sitzt wieder wie ein super hochpreisiges Kleid. Also wirklich super, super hochpreisiges Kleid. Liebes, ich mag die Länge. Es ist ungefähr Knie. Nee, das ist wirklich perfekt knielang. Fertig. Ich habe hier jetzt ein Band. So ein Twilly-Band. Ich würde das so machen. Ich habe jetzt noch so. Zitronengelbe, fast Neongelbe. Hier ist dazu an. Und das ist ein perfekter, sehr, sehr hochwertiger Look. Wie gesagt, wenn man es lieber offen haben möchte, dann kann man das natürlich auch so tragen. Kleiner Taschen. Wir haben das perfekte College Outfit. Leute, ich liebe dieses Polo-Oberteil und ich hätte das nicht gedacht, dass ich das so gerne mag. Oh, mir bricht ein Nagel ab. Seht ihr das, wenn man dann so in den Haaren hängen bleibt und so? Keine Chance, dass ich mich konzentrieren kann, wenn das passiert. Aber das ist ein Outfit, Leute. Ich würde dazu wahrscheinlich einfach nur eine Lumi nehmen, weil ich glaube, das sind absolute Lumi-Farben. Entweder die Speedy oder vielleicht sogar mein Rucksack, weil das hat so ein Flair von Retro, so ein bisschen Oldschool, sehr klassisch und elegant. Ich könnte jetzt einfach Sandalen dazu tragen. Also es sitzt so elegant, irgendwie so ein Kendall Jenner Flair für mich. Kendall, you need this. Das könnte man zum Beispiel auch dazu anziehen. Also so ein bisschen was Karo-mäßiges. Perfekt. Vielleicht noch einen hohen Pferdeschwanz. Ach, leider, leider, Leute, ist dieser Rock mir zu groß. Deswegen habe ich hier hinten. Oh, mein Schrank ist auf. Deswegen habe ich hier hinten so eine Klammer reingesteckt. Also auch das. Ich glaube, den würde ich sogar zwei Nummern kleiner nehmen, weil der fällt schon, finde ich, ein bisschen größer aus. Und der hat für mich absolute Chanel-Vibes. Ich habe jetzt ein Vintage-Chanel-Shirt dazu an und ich habe meine Vintage-Chanel-Flapback dazu an. Und ich finde, jetzt noch schwarze Pumps oder schwarze Sandalen natürlich geht auch. Ist so mein Stil. Man könnte das Ganze aber auch mit einem schwarzen Hemd einfach machen. Und dann wäre es eher so ein rockiger Stil. Und ich finde es so schön. Seht ihr unten dieses Transparente? Wenn man so ein bisschen nochmal Bein durchsieht, aber es ist nicht so zu kurz. Ich habe oft das Problem, dass Kleider zu kurz sind, Röcke.
wenn man sich bückt und so weiter. Gerade mit dem Rock, den ich eben gezeigt habe, den Karos. Das ist ein Teil, welches ich mir dooferweise gekauft habe, weil es tatsächlich einfach zu kurz ist. Das wäre einmal die schwarze Shortsorte, sitzt sehr bequem, hat einen chilligen Bund. So, das einmal nochmal in weiß. Und ich bin verliebt. So kann ich den ganzen Tag zu Hause chillen und ich sehe dabei gut aus. Das ist Goals. Ich habe auch noch eine Kaschmir-Strickjacke von Lily Silk. Die kann ich euch auch eigentlich kurz zeigen, weil es gibt sie und ich trage sie Sommer wie Winter. Obwohl sie Kaschmir ist, ist sie so leicht, dass sie eigentlich perfekt sitzt. Das ist auf jeden Fall ein Outfit für zu Hause. Guck mal, wer wach ist. Ich habe jetzt gerade die Kaschmirjacke dazu angezogen. Das ist, ich zeige sie euch gleich oben nochmal. Ich muss mir aber auf jeden Fall mal kurz noch die Kopfkissenbezüge drauf machen, um sie euch zu zeigen. Und das haben wir jetzt gemeinsam. Guten Morgen, mein kleiner Engel. Guten Morgen. Das sind unsere orthopädischen Kopfkissen. Und das wird der perfekte Bezug dafür sein. Ich drehe den am besten einfach erstmal. Leute, da ist mein Seidenkissen und es ist perfekt. Schaut euch mal diese Farbe an. Ignoriert das Chaos im Hintergrund, aber das ist der Cardigan, von dem ich gerade gesprochen habe. Und der ist richtig schön lang auch. Und ich hatte den gestern beim Spaziergang, als es so 22 Grad ungefähr hatte. Es ist wirklich dünn und sehr perfekt einfach. Also wenn ihr noch mehr Lagen drunter zieht, dann ist es sehr, sehr warm. Wenn ihr so chillig seid, dann ist es perfekt. Und das ist eigentlich jetzt perfekt für mich. Ich bleibe sogar so, um dieses Video zu schneiden. Und Leute, ich habe gerade Niles Zahn gespürt. Ich kann nicht mehr. Wann ist er so groß geworden? Ja, ich bin ein bisschen Mutter. Ich verlinke euch alle Teile von Lily Silk in die Infobox und ihr werdet super Deals finden, weil Lily Silk eben 12 Jahre alt geworden ist. Verpasst es nicht und schaut auf jeden Fall vorbei. Anders als meine Teile gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Styles, Farben, Looks, Kategorien, auch Produkte für Männer, wie ich gesagt habe. Mein Mann trägt den Kaschmir-Pullover und Kaschmir-Shirt, Kaschmir-T-Shirt auch sehr, sehr gerne und es gibt auch für Männer eine riesen Auswahl. Also falls ihr da auch noch was verschenken wollt oder so, ja, fühlt euch auf jeden Fall frei, das zu tun, weil ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und die Kopfkissen sind auch ein Traum. Eure Haare brechen nicht, die elektrisieren, die laden sich auch nicht auf. Also meine laden sich nicht auf durch das Lily Silk Kissen. Hört ihr ihn unten quatschen? Ah, ich kann nicht mehr. Genau, das war jetzt mein Schlusswort. Meine Kamera leuchtet auch gerade blinkend auf. Das heißt, Kamera muss, Akku muss gewechselt werden. Und ja, ich werde jetzt nochmal runter zu ihm gehen und danach das Video schneiden. I love you so much, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Achso, das Video endet übrigens hier, weil das letzte ging eine Stunde und ich dachte mir so, ich muss irgendwie noch die goldene Mitte finden. Sagt mir gerne, was eure schöne Komfortzeit ist. Ich glaube, eine halbe Stunde ist perfekt. Aber sagt mir das gerne. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Video, spätestens nächsten Freitag wieder. I love you. Bye, bye.